Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu der DMZ-Wochenschau. Heute mit folgenden Themen. Der siebenfache Nerf der TechV, der kurzzeitig die Kronen Squall in der Meta abgelöst hatte. Der Zombie League und die Bestätigung des Zombie-Modus. Weitere Infos über die geheimnisvolle Nummer und WhatsApp-Nachrichten. Die Skins und Operator, die von Modern Warfare 2 auf 3 übertragen werden können. Und was das genau für Warzone respektive die DMZ bedeutet. Das neue Logo und die Vault Edition von Modern Warfare 3 und deren Inhalt. Sowie das Reveal-Event und die Aufgaben im Reveal-Event, welches am Donnerstag um 19.30 Uhr startet. Mein Name ist Erik, aka Zitzerik, und willkommen bei der Wochenschau. Vor wenigen Minuten wurde der Blogpost veröffentlicht und hier eine ganz krasse Nachricht, und zwar die TechV, die einen siebenfachen Nerf bekommt. TechV wurde jetzt sozusagen gewertet als absolute Meta-Waffe, die Kronen Squall abgelöst hatte. Mit diesem siebenfachen Nerf tauschen die beiden wieder ihre Plätze sozusagen, weil die Kronen Squall ja immer noch eine sehr, sehr gute Waffe ist. Und wir können davon ausgehen, dass die Kronen Squall weiterhin die Nummer 1 ist. Das heißt, für viele Spieler wird sich gar nichts ändern, nachdem die TechV diesen siebenfachen Nerf abbekommen hat. Was im Zuge dessen noch sehr interessant ist, ist der Buff für die Chimera sowie für die FR Avenger sowie für die sehr, sehr starke Lachmann 556 und die M16, die unter einigen Leuten bereits als mögliche Meta-Waffe gehandelt wird, weil sie jetzt so oft gebufft wurde. Wir haben in der letzten Wochenschau erklärt, was es mit der geheimnisvollen Nummer auf sich hat. Und zwar muss man da eine WhatsApp-Nachricht hinschreiben mit das Wort Ready. Ich verlinke hier nochmal den Link für die letzte Wochenschau. Und da hat man eine Nachricht auf Deutsch bekommen. Und mittlerweile ist es so, wenn man andere Wörter in diesen Chat reinschreibt, kommen andere Nachrichten. So wurde jetzt auf Zombie diese Sprachnachricht rausgesendet, die ein möglicher Leak wäre für den Zombie-Modus. Kurze Zeit später kam ein offizieller Tweet von Call of Duty selbst und dieser bestätigt jetzt ganz offiziell den Zombie-Modus für Modern Warfare 3. Wir reden hier von einem sehr großen Modus, also wir reden hier wahrscheinlich von Outbreak 2, das heißt ein kein rundenbasierter Zombie-Modus, sondern eine Open-World-Dynamik, wie wir es bereits aus dem alten Outbreak kennen. Über die Nummer werden immer noch Informationen rausgesendet und Bilder verschickt und man kann noch andere Begriffe reinschreiben. Bisher wurden noch nicht alle Begriffe gefunden, aber man weiß jetzt, dass diese Maps, die hier abgebildet sind, alle in Modern Warfare 3 enthalten sein werden. Wenn man diese nämlich eingibt, kommt das Antwort jeweils confirmed, wird also offiziell bestätigt über diese Nummer von Activision. Im Zuge der ganzen Ankündigung für Modern Warfare 3 wurde jetzt auch erklärt, dass Skins und Operators mit übernommen werden von Modern Warfare 2 nach Modern Warfare 3. Und hier kam es zu vielen Unklarheiten. Was ist denn nun, wenn man Modern Warfare 2 nicht besitzt? Warzone ist dabei ein separat laufendes Spiel. Das bedeutet, die Operator-Skins, Waffenskins und auch Fahrzeugskins, die man in DMZ gesammelt hat, werden natürlich nicht verloren gehen, unabhängig davon, ob man jetzt Modern Warfare 2 besitzt oder nicht. Diese Informationen beziehen sich nur auf den Multiplayer und auf alle Modi, die sozusagen käuflich erwerbbar sind. Aber der Free-to-Play-Teil bleibt davon ausgeschlossen und nimmt den normalen Weg, bis die Warzone irgendwann abgelöst wird durch ein Warzone 3. Wichtig hier ist zu beachten, dass natürlich doch einige Skins verloren gehen könnten für Fahrzeuge, die im neuen Teil nicht mehr enthalten sein werden. Das bedeutet, wenn zum Beispiel im Multiplayer-Modus von Modern Warfare 3 kein Motorrad drin ist und ihr eine Skin habt für dieses Motorrad, dann wird dieses als Beispiel nicht übernommen. Das könnte sich natürlich auch jederzeit in der DMZ auswirken. Also wenn irgendwelche Fahrzeuge verschwinden, ist es natürlich klar, dass diese Skins verschwinden. Sowas ist aber momentan nicht geplant. Im Laufe der Woche wurde ebenfalls ein neues Logo revealed, und zwar das Logo für Modern Warfare 3, und zwar für die Vault Edition. Wir sehen hier dieses Schlangensymbol mit dem Totenschädel, und das ist ein Symbol für die Vault Edition selbst, die zu einem Vollpreistitel erhältlich ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Modern Warfare 3 für 70 Euro zu kaufen ist und die Vault Edition wieder für 120 Euro. Inhalte sind dabei ebenfalls veröffentlicht worden, und zwar sehen wir hier 4 Operator-Skins, die in der Vault Edition enthalten sein werden. Außerdem 2 Weapon Walls, wer sich noch erinnert, in Modern Warfare 2 gab es die Weapon Wall für die M4. Das heißt, die M4 mit sehr vielen Komponenten und Skins zu diesen Komponenten konnte man kaufen. Das heißt, man hat nicht nur die Skins bekommen, sondern auch die Waffenteile damit freigeschaltet, um schnelleren Progress zu haben. Hier dasselbe Prinzip jetzt für Modern Warfare 3, allerdings das Ganze für 2 Waffen. Natürlich ist der Battle Pass auch wieder enthalten, sowie 50 Tier Steps, das heißt, man kann 50 Battle Pass Stufen überspringen, bekommt 1100 COD-Punkte
Und ja, es sind weitere Dinge enthalten, die hier noch nicht alle verraten werden. Aber was natürlich drin ist, ist der Early Access für die Open Beta, dass man daran teilnehmen kann, sowie einen Vorab-Kampagnenzugang wie in Modern Warfare 2 auch. Das heißt, eine Woche bevor Modern Warfare 3 erscheint, hat man Zugriff auf die Kampagne. Und auch interessant hier, es gibt einen Soap Operator Pack. Sobald man irgendeine Version vorbestellt, kann man einen Operator bekommen, den man jetzt bereits in Modern Warfare 2 bzw. in Warzone spielen kann. Also Soap Operator wird sofort freigeschaltet, wenn man das Spiel vorbestellt. Damit wollen sie natürlich den Vorkauf Kunden anlocken. Die wichtigste Nachricht bezieht sich jetzt aber auf das Reveal-Event, was am Donnerstag um 19.30 Uhr startet. Wir selber werden so gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr spätestens live sein und das Ganze dann vor Ort berichten. Jetzt ist es so, wir sehen 6 Belohnungen und zwar als wichtigste Belohnung die M13C, die über dieses Event freizuschalten ist. Wir wissen, dass das Ganze ein extra Modus ist und das Ganze findet auf Al-Masra statt, im Observatorium, wo wir in die Bunkerlage eindringen müssen und da einen chemischen Behälter rausholen müssen. Wir wissen mittlerweile mehr, aber vorher noch mal ganz kurz zu der Dauer des Events. Und zwar haben wir hier viele verschiedene Informationen. Von 12 über 14 bis hin zu Stunden, bis hin zu 7 Tagen haben wir alle Informationen bekommen. Momentan scheinen aber die Content Creator, die über 7 Tage oder mehr geredet haben, etwas zurückzurudern. Und das Ganze scheint sich so ein bisschen auf 12 Stunden einzupendeln. Wir wissen es aber konkret nicht. Das bedeutet, laut offizieller Nachricht von Activision, die wir alle über das Handy bekommen können, über diese geheimnisvolle Nummer von Activision, beginnt das Ganze um 19.30 Uhr und endet möglicherweise um 9 Uhr morgens am Folgetag. Das heißt, wir reden hier von 14 Stunden. Mittlerweile sagen größere Content Creator, es handelt sich dabei sogar unter einem Fehler, dass es nur 12 Stunden sind. Also möglicherweise ist dieses Event nur von sehr kurzer Dauer und die Belohnungen, die man freischalten kann, sind danach nicht mehr erhältlich. Zumindest die Cosmetics, die M13C, wird man natürlich im Laufe von Modern Warfare 3 bekommen. Wer also Zeit hat, am Donnerstagabend in dieses Event reinzuschauen, der kann sich vielleicht schon vorbereiten auf die Missionen, die da auf einen zukommen werden. Und zwar haben wir hier 6 Missionen, die entsprechend 6 Belohnungen freischalten. Das erste ist die Assists in Killing Commanders, also einen Boss zu töten, zumindest dabei zu helfen, einen Boss zu töten. Dann 5 Gaskanister in einer Runde rauszuholen mit dem Team. Das heißt, 5 Gaskanister müssen insgesamt vom Team extrahiert werden. Dann muss das Observatorium zerstört werden, wie auch immer das genau geschehen wird. Dann muss eine Nachricht sozusagen über Funk unterbrochen werden, dass diese Nachricht nicht mehr gesendet werden kann, vielleicht mit der Zerstörung des Transmitters. Dann muss eine Raketenstation erobert und gesichert werden und man muss exfiltrieren und zwar erfolgreich, was auch immer erfolgreich bedeutet. Vielleicht darf kein einziger Member zurückbleiben, ich weiß es nicht, aber erfolgreich Extraktion ist die letzte Aufgabe, um alle 6 Aufgaben für dieses Event freizuschalten. Als abschließende Nachricht muss ich noch betonen, dass wir weiterhin keine Informationen über die DMZ haben. Ich sehe immer wieder neue Berichte in Artikeln und Videos, dass Leute sagen, es ist bereits bestätigt. Es ist definitiv noch nicht bestätigt, dass die DMZ in Modern Warfare 3 sozusagen weiterleben wird. Wir gehen natürlich davon aus, nach dem ganzen Aufwand, den sie getrieben haben und da wir noch in der Beta sind, dass dann der Release kommt des Spiels, vielleicht sogar eine Änderung des Spiels, des Prinzips, sehr, sehr spannend. Aber offiziell ist die DMZ momentan noch nicht bestätigt. Nur der Zombie-Modus ist bestätigt und deswegen halten sich immer noch die Gerüchte, dass der DMZ-Modus möglicherweise gar nicht kommt, sondern im Outbreak 2, also im Zombie-Modus, weiterleben wird. Also, ich hoffe, dass beide Modi in Zukunft da sein werden, der Zombie-Modus, der DMZ-Modus und der Battle-Royale-Modus und dass damit alle Leute, ja, ihren Spaß haben und die DMZ weiterhin, für uns genießbar bleibt. Also, Daumen sind an dieser Stelle gedrückt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche viel Spaß und viel Glück, vor allem bei dem Event. Sage an dieser Stelle hasta luego und hasta la vista.